So Leute, willkommen zu so einem kleinen neuen Format, würde ich sagen. Und zwar zeige ich euch die Mission für Twin Peaks, was sich lohnt und was jetzt nicht so. Nur für Twin Peaks, weil mit Twin Peaks kriegt man das meiste, das höchste von allen Items, sagen wir mal so, von 70 bis 140, ne, von 76 bis 140. Da wollte ich nicht hin. So, 80 Vorteil plus braucht man immer. Fähigkeiten kann man auch immer gebrauchen. Die Mission ist auch gut. Vorteil plus legendär kann man auch mal gebrauchen. Ach man, das geht schon wieder nicht. Viermal Skizzen EP. Wer es braucht, kann sich die krallen. Danach kriegt er noch 72 reine Regentropfen, optimal. Umwandlungsskizze, Auge des Sturms dabei. Wenn man jetzt keine Vierer-Mission, eine die zu hoch ist, dann kann man sich hier Auge des Sturms noch erfahren. Die vier Skizzen-EP, falls man jetzt die Vierer-Mission nicht machen will. Ansonsten lohnt die sich nicht. Die hier, die lohnt sich auf jeden Fall wegen den 160 Epic Vorteil Plus. Vierer überlebende P brauchen immer. Die würde ich jetzt nicht sagen. Sei denn, man ist wirklich nur auf Süßigkeiten im Moment aus. Nächste Woche gehen sie ja weg alle. Die auch nicht. Die Schatzsplitter kriegt man. Kann man auch so farmen, braucht man jetzt nicht als Missionsbelohnung. Gibt man mindestens 6 bis 12 raus, wenn man gut anstellt, braucht man die 36 reiner Regentropfen, wenn man es einfach so nebenbei machen will. Ja, nee, würde ich nicht empfehlen. Würde ich schon empfehlen, aber Vierer Atlas ist mal so ein Ding. Also dahin rennen, für Vorteil fix würde ich sogar machen und für Vorteil plus legendär auch. Wer viermal Überleben EP haben will und dann nochmal zweimal 57.057 Überleben EP haben will, bitte sehr. Standardmission braucht man nicht. Auch Standardmission, aber wer sich die reinen Regentropfen holen will, bitte. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Vorteil plus Epic braucht man immer. Nee, die ist Müll. Reiner Regentropfen kriegt man eigentlich überall, hat man ja eben gesehen, wenn man die unbedingt machen will. Die kann man auch nehmen für das Vorteil plus. Naja, aber es ist, wird dann schwieriger, ne? Aber sollte man ja hinkriegen, einen gewissen Level. Die auch, die würde ich auch sogar empfehlen. Naja, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Obwohl am Umwandlungsskizze. Ha. Man kriegt eine Zufallswaffe raus, also von daher. Die lohnt sich nicht. Also hier die lohnt sich nicht. Na, Vorteil plus. Vorteil fix, ja, okay. Die lohnt sich in dem Sinne auch nicht. Schwer, ja. Vorteil plus legendär. Falls man alle durch hat, kann man sich die nehmen. Da würde ich schon sagen, ja, wegen dem 60 reinen Regentropfen 120. Hier würde ich auch zuschlagen. Nee. Da würde ich schon zugreifen. 10 Minuten Ding ist das. Man muss ja eigentlich nur alles abfarmen. Und 36 reine Regentropfen ist auch nicht schlecht. Die würde ich sogar auch empfehlen. Also die empfehle ich sowieso. Blitzende Flasche kriegt man auch noch. Die empfehle ich nicht. Die würde ich sogar empfehlen für den reinen Regentropfen. Ja, kann man auch empfehlen. Wer Auge des Sturms gerade braucht. Optimale Mission, 10 Minuten Ding. Nee, würde ich nicht empfehlen. Deckenzapper, episch. Wäre sehr legendär, würde ich so empfehlen, aber episch nicht.
Standardmission, ne. Auch Standardmission, Auge des Sturms. Da kriegt man vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Könnte man einen Angriff nehmen. Reiner Regentropfen, ja. Glaub. Wäre auch nicht schlecht. Die gehe auch noch. Die geht auch. Wird aber immer schwerer natürlich. Die lohnt sich auf jeden Fall. Weil man hier Vorteil plus legendär und episch zweimal bekommt jeweils. Dann nochmal Auge des Sturms 36, also lohnt sich schon. Sonnenstrahl ist toll. Ja, okay, wenn man jetzt gerade mal das farmt, kann man das so wie die mit Breitcore. Wofür braucht man den Räuberschwert? Kriegt man in jeden Lamas eigentlich? Sollte man auch legendär haben. Die ist episch, braucht man nicht. Jo, die würde ich schon empfehlen. Ich glaube, man kriegt schon sogar mehr Blitzner Flasche als die Zeit vorgibt mit den 36 Blitzner Flasche. Wer Sturmschlitter braucht man ja eigentlich, man braucht die ja nur einmal 400, wenn man auf 130 hoch machen will. Kann man immer sich holen, natürlich. Braucht man nicht die Mission, aber Sturmschlitter, ja. Sich fahren will, die könnte man auch sogar wegen dem Vorteil plus ewig und legendär hier auch natürlich, also alles so was so legendär Vorteil plus hat, das wird, empfehle ich sowieso, braucht man ja später, man braucht für ein Pack 345 und das ist schon eine Menge. Mir lohnt sich nicht, lohnt sich auch nicht. Sturmschlitter Farm, ja. Hier ist nochmal die V-Box-Mission. Die lohnt sich dann sowieso. Dann wird dann halt schwerer. Blitzner Flasche, ja, schon, aber nicht wirklich. Die würde ich sogar sehr empfehlen. Braucht man immer. Schon wieder wie vorige Mission. Würde ich auch empfehlen wegen Futterfix. Bau das Radar, das ist ja eigentlich sehr, sehr einfach. Von daher kann man sich hier eigentlich Blitzner Flasche sowieso gönnen lassen. Weiß nicht, hier wird es ja schon ein bisschen schwerer, ne? Bewusste Verteidigung ist immer so ein Ding, da kriegt der Luftballon Schaden. Sich den Aufwand lohnt, muss da jeder für sich selbst entscheiden. Für 18 Auge des Sturms, okay. Hier kriegt man auch nochmal Auge des Sturms. Ja, vielleicht, ne? Oder vielleicht doch. Lohnt sich auf jeden Fall. Vorteil fix hier. Okay. Wer Brightcore schnell haben will, lohnt sich die. Wird sich auch noch lohnen für Vorteil plus legendär. Die wird sich sowieso lohnen. Desto höher, desto besser kriegt man natürlich. Die lohnt sich dann auch nochmal, also die lohnt sich richtig. Das ist ein verlockendes Angebot, auf jeden Fall. Lohnt sich nicht, es sei denn man muss, braucht wirklich Skizzen-EP und Helden-EP auf andere Art und Weise, ist die gut für. Die würde ich dann auch noch empfehlen. Vorteil fix, ja. Ich habe auch Vorteil fix, kann man selbst entscheiden, ne? Umwandlungsskizze nicht wirklich, ja, die verschwinden ja eh sowieso irgendwann bald, ich glaube beim nächsten Update, von daher ist es sinnlos die jetzt noch zu sammeln, sei denn man will sich noch eine Waffe rausgönnen, obwohl es immer zufällig ist. Hier Vorteil plus legendär kann man, wenn man will, natürlich gönnen. Die würde ich sogar sowieso empfehlen, weil man hier Sturmsplitter 18 Mal bekommt. Das ist schon ziemlich viel für eine 140er natürlich. Ich glaube, es geht sogar noch besser. Natürlich hier 4-mal Sturmsplitter. Die lohnt sich. Die lohnt sich auf jeden Fall. Also 4-mal Vorteil plus legendär. Die hatte ich schon, ne? Lohnt sich dann natürlich auch richtig. Sturmkönig kennt man, ja. Man seine mythischen Skizzen. Ansonsten war's das.